Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin Mahadevi. Es geht jetzt zu Varuta. Wenn ihr euch vorher nochmal stärken wollt, könnt ihr hier Zutaten kaufen. Und hier könnt ihr an einer Kochstelle kochen und schlafen. Ich habe aber volle Herzen. Ich habe nur ein bisschen gekocht und werde jetzt wieder durch das Osttor die Stadt verlassen. Und man sieht hier schon rechts den großen Staudamm. Genau, da will ich jetzt hin. Ich möchte nicht die... Ah, scheiße. Sind zurück? Ja. Das ist das Praktische, wenn man aus Versehen einen Pfeil abschießt, gibt es gute Chancen, dass man ihn auch wieder zurückbekommt. So. Auf geht's. Da es ja immer noch regnet, nehme ich den üblichen Weg. Mist. Ach, Kacke, die ist weg. Jetzt habe ich zu langsam geschalten. Jetzt darf ich jetzt halt immer schnell A drücken. Oh, guck mal, hier gibt's Pilze. Da ist der Staudamm, da will ich, glaube ich, hin. Oder? Ja, eigentlich wollte ich nach rechts. Aber ich nehme noch schnell den Spurtlotus mit. Spurtlotus. Um mir daraus schöne Spurtmedizin oder Spurtessen zu machen. So. Braucht definitiv mehr Fleisch. Nein! Wieso lebt er noch? Oh, immer noch? So ein Drecksvieh, Alter. Die Wildschweine sind echt hart im Nehmen, wa? Ich hab's einige Tiere, aber ich erwische sie leider alle nicht. Warte. Da ist ein Reh. Ich kann jetzt leider nur den Arsch sehen. Könnte aber auch ein Hirsch gewesen sein. Egal, ich habe Fleisch. Da ist noch ein Reh. Na, wenigstens die lassen sich mit dem Pfeil und Bogen erlegen. So, ich brauche nämlich das Fleisch zum Kochen. Die Grundlage aller meiner Rezepte. So. Das ist jetzt hier der östliche Stausee. Weil es jetzt hier sehr aufregend für euch war auf dem Weg nach oben. Da kann man nochmal schlafen und seine Herzen auffüllen. Aber meine Herzen sind voll, deswegen gehe ich gleich zu Prinz Sidon. Allerdings, warte mal ganz kurz. brauche ich jetzt die Elektropfeile und ich glaube, ein Doppelschussbogen ist nicht schlecht zum Zielen. Und warte mal, ich brauche noch die Zora-Rüstung, sonst kann ich den Wasserfall nicht raufschwimmen. Und das Zyromodul. Das ist ganz wichtig. So. Ja, alles da. 60 Elektropfeile sollten reichen. Das Coole übrigens an einem Doppelschussbogen ist, ihr schießt zwei Pfeile ab, aber es wird nur einer berechnet. Das ist so cool. Na, ab geht's, wa? Vor allen Dingen, hallo? Jetzt kann der mich tragen? Jetzt? Jetzt schießt er mit mir durchs Wasser? Vorhin auf dem Weg zu den Zoras ging das irgendwie nicht. So. Natürlich wird er das machen. Ist ja nicht blöd. Und zwar... steht diese antike Technologie darin, Eisblöcke
zu schmeißen. Und mit dem Zero-Modul ist es ganz leicht, die abzuwehren. Einfach so ein bisschen rechts und links schwinken und dabei wie wild A drücken. Dann klappt das. So, und auf A drücken kommt man jetzt auch hier hoch. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten jetzt getroffen habe. Aber jetzt kommen wieder die Eisblöcke. Noch ist es ganz einfach. Und es geht zum nächsten. Ich schätze mal, ich habe den anderen nicht getroffen, sonst würde der nicht nochmal ranschwimmen. Naja. Das Ding ist, meine Ausdauer ist noch nicht groß genug, um da länger Zeit zu verbringen in der Luft mit Pfeil und Bogen in der Hand. Wobei ich glaube, sobald ich getroffen habe, ist sowieso Schluss und ich muss wieder auf den Rücken zurück. Oh ja, die sind jetzt echt fies. Am besten ist es, wenn es euch so wie mir eben gelingt, die schon dann zu treffen, wenn die da aufgestellt sind. Ich habe doch hier schon alles getroffen. Du warst gegen das Eis. Auf geht's. Ich warte jetzt mal den hinteren Wasserstrahl ab. Vielleicht gibt es da noch was zu tun. Ah, da hinten halt. Zerstöre das Eis. Hast du Elektropfeile? Ja, aber wo soll ich hinschießen? Warum schwimmt der nicht auf die andere Seite? Aber wohin mit dem Elektropfeil? Alter! Okay, ich mach's jetzt anders. Bevor ich meine Pfeile raushole, fliege ich hier erstmal ein bisschen rum. Sonst ist der immer auf die andere Seite mit mir zusammengeflogen. Wo ist er? Da. Ich sag ja, Zero-Modul ist hier echt super. Man muss nur gerade bei denen aufpassen, dass man nicht aus Versehen einfach ein Eisblock erscheinen lässt, so wie ich das eben gemacht habe. Ist da drüben noch was? Komisch. Du bist der Beste. Okay, beim letzten Mal ist er auf die andere Seite geflogen, diesmal hat er geschwommen, diesmal hat er das nicht gemacht. Schade. Aber ich habe Varuta besänftigt, lahmgelegt. Und kann jetzt reingehen. Genau, ich musste den Teil zweimal machen, da ich zwischendurch, kurz bevor es losging, den Laptop abgestellt habe und dann ist dabei das Kabel rausgerutscht. Hat er nicht mehr aufgenommen, da war das alles nicht mit drauf. Tja. Naja. Dann hatte ich diesmal wenigstens schon Übung. Wie sagt man so schön? Übung macht den Meister.
Der Titan hat endlich aufgehört, Wasser zu versprühen. Yay. Aber damit fängt deine eigentliche Aufgabe erst an. Jetzt geht's ans Eingemachte. Na, es geht jetzt eher in die Eingeweide. Die Eingeweide dieses Titanen. Ich wünsche dir viel Glück. Wir sehen uns später im Dorf der Soras. Du schaffst das. Alles klar. Bis dann, wa? So, und das Ganze hat gerade mal 10 Minuten gedauert. Cool. War jetzt nicht so schlimm. Link, du bist wirklich spitze. Ja, natürlich bin ich spitze. Bin ich ich, wer sonst? Wirklich noch. Ja. Dass du eines Tages hier zu mir kommen würdest. Möchtest du gar nichts vertreiben und Ruta befreien? Ja. Warum solltest du... Ja, ich weiß, ich muss den Leitstein finden. Der ist da hinten. Dafür muss ich die Augen besiegen, um daran zu kommen. Die Karte hütet dieser Leitstein. Wenn du ihn erreichen kannst, gehört sie dir. Na klar kann ich den erreichen. Ist doch Pillepalle. Da erinnern mich auch diese beschissenen Hassschleimaugen nicht. Auch nicht dieser kleine fiese Wächter. Na gut, aber erstmal hole ich die Karte. So. Ach, irgendjemand klingelt gerade. Wartet mal ganz kurz. So, sorry, da bin ich wieder. Ich hatte was online bestellt und das ist gerade gekommen. Das musste ich kurz entgegennehmen. Und jetzt gibt's die Karte. So geil ist das schon mit dem Tropfen. Oh, sind ja gar nicht so viele. Ich glaube, das sind 4 Leitsteine. 4... von den Dingern. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh sie dir gut an. 4 Kontrollsiegel, so. Und die Kontrollsiegel, die Steuerung von Baruta regeln. Um Ruta zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Viel Glück. Krieg ich hin. Den ersten habe ich ja auch schon gesehen, das erste Kontrollsiegel. Jetzt mal ganz ehrlich, 4 ist nun wirklich nicht viel. Ja. Da-da-da-da. Wenn das mal nicht ein Kontrollsiegel ist. Vier Kontrollsiegel musst du noch lösen. Ach so, dann waren es doch wieder 5. Natürlich gebe ich nicht auf, Mann. Gibt es übrigens noch Kisten im Wasser. Auf der anderen Seite war doch auch eine, oder?
Nein. Mal schauen, was da drin ist. Nice. Ich glaube, ich mache noch ein Foto von der Kiste. Habe ich schon. Hier war keine Kiste mehr drin. Ah, da ist die Steuereinheit. Das heißt, hier wird dann der Bossfight stattfinden. So, dann gucken wir erstmal. Oder ich. Da ist eins, da ist eins, da ist eins. Und am Rüssel auch noch und im Auge. Alles klar. Dann würde ich sagen, muss ich erstmal einen Weg finden, wie ich hier ein bisschen weiter nach oben komme. Hier bin ich reingekommen, ne? Oder? Nein, das ist ein Balkon. Hier komme ich in die nächste Etage. Kellomatico. Überall der Hassschleim. So. Zahnräder. Aha. Okay. Dann gehe ich jetzt erstmal. Ah, guck mal. Oh, ich erwische natürlich gleich die Stufe mit dem Hassschleim. Doch wird das nichts. Jetzt. Ich habe eine Idee, was man machen muss. Das Ding bewegt doch das Rad. Wenn ich das also an der richtigen Stelle anhalte, müsste ich die Kontrolleinheit benutzen können. Dazu sollte da die Kontrolleinheit so weit gerade sein, dass ich rankomme. Ja. Ach, diese scheiß Grafik, ey. Nein, das ist nicht gerade genug. Verdammt. Komme ich hier raus? Hier, oder? Kann man ja wieder nirgends klettern. Jetzt, oder? Ja. Noch drei Kontrollsiege. Du schaffst das. Klar schaffe ich das. So, erstmal lasse ich das Rad wieder sich fortbewegen und... Von da unten komme ich. Ich weiß auch schon, wie ich das große Rad dazu bekomme, sich zu bewegen. Pass mal auf, den Rüssel kann man nämlich bewegen von dem Elefanten. War jetzt aber offensichtlich nicht weit genug. Ah, da kommt er. Und da. Das große Rad bewegt sich. Hm.
Genau, von hier komme ich rauf. Ich glaube, ich muss erstmal auf das hier und dann rüberspringen, da dort die Dinger noch zu steil sind. Irgendwo gibt es auch eins mit einer Kiste. Oh, guck mal. Genau, da ist das mit der Kiste. So. Feuerpfeile gab's. Ein bisschen antiken Scheiß. Und... oh, eine Abkürzung. Mit der Zora-Rüstung kann ich jetzt nämlich hier hochschwimmen. Muss nicht mehr über den Balkon gehen. Sehr schön. So, in dem Rad ist noch ein Kontrollsiegel drin und ich hatte es auch schon gesehen. Hier nämlich. So, ich muss dazu die Kugel auch bewegen und oh, das Rad dreht sich immer noch. Okay. Das heißt, ich brauche vor allen Dingen Stasis-Modul. Na, das geht doch zack auf zack hier. So, und auf die gleiche Art hole ich mir jetzt auch die Schatzkiste. Ich weiß auch schon wie. Ich muss den nämlich oben fixieren. Und dann wieder das Rad anhalten. So wie eben. Ach ja, wenn es mal wieder länger dauert. Sachen, die man gut gebrauchen kann. Okay, so. Dann muss ich jetzt weiter nach oben und dazu muss ich nochmal auf das Rad ganz oben rauf. Also das hier ist echt ein Timing-Ding. Dass das jetzt so schnell geklappt hat, liegt auch nur daran, dass ich das einfach schon öfter gemacht habe, weil ich das Spiel schon öfter durchgespielt habe, um die verschiedenen Let's Plays zu machen. Denn für manche Let's Plays habe ich mich erst später entschieden. Musste dafür nochmal neu anfangen. Nein! Jetzt seht ihr, wozu die Abkürzung gut ist. Kacke. Aber da komme ich auch erst später ran, soweit ich weiß. Ich muss erstmal hier durch. Zum Rüssel. Und den lasse ich jetzt runter.
Und seht ihr das da? Da ist noch eine Schatztruhe. Und jetzt macht ihr den Wasserstrahl nach vorne, dadurch komme ich hier gut lang. Erstmal dieses Auge. So. Oh, mein Schwert ist kaputt. Dann jetzt das. Na, gucken, ob ich jetzt hier so weit komme, wie ich kommen will. Nein. Dann muss ich erst nochmal nach oben. Jetzt wieder nach unten. Und dann muss ich ganz bis oben auf die Spitze springen. Nachdem der Wasserfall weg ist. Kann man ja so ganz wunderbar gleiten. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Denn wie ihr hier seht, ist die Schalteinheit auf der anderen Seite des Rüssels. Und ich denke, ihr könnt selber erraten, worauf das jetzt hinausläuft. Es war darum, dass ich im richtigen Moment hier die Position wechsel. Okay, ich hab's. Noch ein Kontrollsiegel. Dann hast du es geschafft. Bin ich gut oder bin ich gut? Ah, ich gehe mal sicherheitshalber noch ein bisschen höher. Und ich gehe auf diese Seite. Erstmal muss dieser Rüssel hier wieder weg. Stört mich gerade. So, da drüben seht ihr jetzt ganz klein das Auge. Da muss man treffen. Dann verschwindet nämlich auch hier drüben der Hassschleim und frei ist der Zugang zur Kiste. Nummer weiß ich nicht. Mit 10 Eispfeilen. Und jetzt muss ich jetzt nochmal hin. Dahin nicht. Ich muss hier lang. Ah, genau. Seht ihr das? Hier ist so ein kleines Loch und da springe ich jetzt rein. Und das ist die letzte Kontrolleinheit. Um da ranzukommen, brauche ich wieder das Wasser. Und da ist ein Auge. So. Ich glaube, ich muss den da noch tot machen. Ups! Ich wollte jetzt eigentlich nicht dabei springen, aber okay. Man kommt ja auch wieder hoch, also ist nicht so schlimm. Danach kann ich mir noch die letzte Schatzkiste holen, die da steht. Aber erstmal muss ich hier die Flammen löschen. Hier gibt es irgendwie einen Hebel und mal gucken, was passiert, wenn ich den drehe. Gibt
Ja, auch diese schöne Plattform, die sieht so aus, als sollte man sich genau hier hinstellen, um den Hebel zu drehen. Ah, genau, das Dach öffnet sich. Ja, das macht voll Sinn. Irgendwie muss das Wasser ja reinkommen. So, weiter geht's nicht. Wo bleibt der Rüssel? Oh, das war zu weit. Das auch. Na, perfekt. Wenn das mal nicht die Flammen löscht. Und der Weg ist frei zum letzten Kontrollsiegel. Du hast alle Kontrollsiegel gelöst. Jetzt musst du nur noch die Steuerungseinheit aktivieren. Also das ist, finde ich, so einer der leichtesten Dungeons. Da musst du hin. Vanaboris fand ich wesentlich schneller. Baruta ist übrigens benannt nach Prinzessin Ruto, der Zora-Prinzessin aus The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bis Bamedo sind die eigentlich alle nach den Leuten aus Ocarina of Time benannt. Das liegt zum Teil aber auch daran, dass die Orni erst in Wind Waker auftraten. Daher macht es auch Sinn, sie danach eine Wind Waker-Figur zu benennen. Oh, mir fällt gerade was auf. Da ist noch eine Schatztruhe, die will ich mir holen. Na, ah, zu spät. Das war's jetzt irgendwie nicht. Wie mache ich denn das am besten? Wie komme ich denn da oben hin? Vielleicht bin ich da. Ja. So. Und hier unten, das ist sogar ein bisschen gelohnt, ist auch schon die Kontrolleinheit. So, aber den nehme ich mir im nächsten Teil vor von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Teil mit Ganons Wasserfluch. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Genau. Gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Bye, bye.